In der Woche vom 16. bis 25. Juli erwartet uns in diesem Zelt in der Straße der Pariser Kommune 8 ein ganz buntes Programm mit Konzerten, Lesungen, Diskussionsrunden, Workshops, Vorträgen und insbesondere Flucht und Asyl steht im Mittelpunkt, aber auch Krisenmigration aus Südeuropa. Und es soll darum gehen, zu schauen, wie organisieren sich Leute, wie findet Migration statt, woher findet sie statt, warum findet sie statt, für ein besseres Leben, für bessere Arbeitsbedingungen. Ziel der Veranstaltung im Idealfall ist zu sagen, wir lassen die Bewegungen, die in Berlin ja existieren, nicht aufspalten in bessere und schlechtere, sondern wir führen verschiedene Organisierungsversuche zusammen und sorgen für bessere Lebensbedingungen für alle. Die Widerspenstige Internationale wird ein Ort sein, an dem sowas wie eine gemeinsame Vision entsteht. Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin mit breiteren Bündnissen, mit einer erfolgreicheren antirassistischen linken Perspektive in ganz Europa und darüber hinaus?